2018. Heute findet die Pressekonferenz über die Heimkinder und der Ausschluss der Heimkinder statt. Der Volksanwalt hat etwas zu sagen. Wir sind begeistert, weil die Betroffenen bekommen nichts davon mit, da ja laut Antwortschreiben der Volksanwaltschaft die Betroffenen plötzlich Privatpersonen sind. Anfragen wegen Drehgenehmigungen wurden nicht beantwortet. Wenn man dann hört, Antworten dauern 14 Tage und recht kurzfristig diese Pressekonferenz angesetzt wurde, dann kann man natürlich zum rechten Zeitpunkt keine Antwort erwarten. Faktum ist, in den Antwortschreiben wurde auch mitgeteilt, dass der Andrang der Presse derartig groß ist. Das werden wir heute beobachten. Auch aus diesem Grund ist in der Kapelle der Ignoranz kein Platz. Warum man dann die Veranstaltung nicht in den größeren Festsaal verlegt hat, wenn man das weiß, diese Frage sollte die Volksanwaltschaft beantworten. Man stelle sich nur vor, die Volksanwaltschaft gibt eine Pressekonferenz wegen der Holocaust-Opfer, was Entschädigungen oder so betrifft, und die Holocaust-Opfer selbst dürfen draußen vor der Türe stehen. Internationale Protestnoten sind ganz sicher zu erwarten.
bei den heimischen Geschädigten im NS-ideologischen System, das 40 Jahre nach 45 angedauert hat, da können wir machen, was wir wollen. Dass die Volksanwaltschaft in den letzten Jahren und zumindest seit Erscheinen des Volksanwaltschaftsschreibens von der ehemaligen Volksanwältin Stolschitz im Zusammenhang mit den internationalen Verträgen bis jetzt nichts getan hat, beziehungsweise auch keine Pressekonferenzen abgehalten hat, warum die Regierung diese international verbindlichen Verträge in der Agenda Heimkinder nicht umgesetzt hat. Diese Frage sollte die Volksanwaltschaft des Volkes Anwalt beantworten. Daher ist auch das Vertrauen relativ gering bis nicht vorhanden, denn die Volksanwaltschaft hat die letzten 5 Jahre Zeit gehabt, die Stimme zu erheben. Getan haben sie nichts. Wenn die Volksanwaltschaft heute über das Hock referiert, dann sei festgestellt, dass er die Gesetzesvorlage an sich selbst schon desaströs war, unter anderem wegen dem Ausschluss der Heimkinder bis 99 vom VOG. Das ist gleiches grundsatzwidrig. Man kann diese Sache beurteilen, wie man möchte. Die Volksanwaltschaft hat seit Erscheinen dieser Gesetzesvorlage auch keine Worte gefunden, auch keine Pressekonferenz abgehalten, um aufzuzeigen, dass das auf jeden Fall nicht geht. Die Antwort auf die Fragestellungen zum Hock von der Präsidialkanzlei war folgende, dass gesagt wird, das Hock ist ein laufendes Gesetz, in dem Sinn im Verfassungsrang, und man kann nur über den Verfassungsgerichtshof eine Klage einbringen. Natürlich, ob die Volksanwaltschaft eine Klage diesbezüglich einbringt, da steht in den Sternen. Nach den letzten 5 Jahren ist das nicht zu erwarten. Also werden die mittellosen Geschädigten selbst einen Anwalt bezahlen müssen, oder zumindest ist es so angedacht, um dann eine Verfassungsklage überhaupt erst möglich zu machen. Hilfe sieht anders aus, Anerkennung sieht anders aus, aber in dieser Agenda spielt sich seit 2010, 11 immer die gleichen Szenarien ab. Eine kleine elitäre Gruppe, unter anderem Jesionek mit seinem weißen Ring, sind immer damit beauftragt, diese Angelegenheit abzuhandeln. Was dabei rauskommt, widerspricht nicht nur der gängigen Judikatur, sondern auch den internationalen Verträgen, abgesehen vom Washingtoner Vertrag als Beispiel. Es ist alles egal, mit den Heimkindern kann man es ja machen. Wie weit heute noch die Massen in das Kapellenzimmer stürmen, werden wir ganz genau beobachten. Denn wenn man derartig präpotente Antworten von Stapel lässt und nicht einmal ansatzweise daran denkt, dass vielleicht die Betroffenen an dieser Informationsveranstaltung auch teilnehmen möchten, dann sollte man den Initiierenden auf die Finger sehen. Am Tag des Nichteinlasses werden die paar wenigen, die sich wieder da zusammengefunden haben, eine Pressemappe vorzeigen, die wird dann noch im FB einzeln veröffentlicht, um einmal auf ein paar Dinge dieses ganzen Komplexes hinzuweisen. Wir werden versuchen, die Journalisten, die wir erkennen, so eine Pressemappe zu geben, weil es ja anzunehmen ist, dass sie Hintergrundinformationen in dieser Art und Weise nicht haben. Also folgedessen haben sie wieder die wenigen hingesetzt, haben noch etwas gemacht, etwas zusammengestellt, und man wird ja schauen, wie weit dann in den erscheinenden Zeitungsartikeln davon auch etwas vorkommt oder wie weit dann wirklich recherchiert wird, um auch wirklich Hintergrundwissen sich anzueignen, weil das, was bis jetzt stattfindet, sind nur sich selbst Beweihräucherungen und Desinformationen, aber die Probleme, die entstanden sind, sind bis heute nicht gelöst. So, die Pressekonferenz hat begonnen. Wie am Handy hoffentlich zu sehen ist, es ist 10.04 Uhr. Die Busse und der Massenansturm hat nicht stattgefunden,
wie wir dann vorher in den Aufnahmen schon gesehen haben. Also die Argumentation, dass der Presseandrang so groß ist und im Kapellenzimmer kein Platz ist, der kann so nicht stimmen. Denn wenn man jetzt da den Verkehr anschaut, dann waren vielleicht 10 Leute, die da Zugang gefunden haben. Wie weit sie von der Finanzprokuratur sind, kann man nicht erkennen. Aber auch wenn ich 10 Leute hernehme und sage, es sind nur 3 von der Finanzprokuratur, dann sind dann 7 und da sind keine 7 Reporter dabei. So viel zur Wahrheit der Volksanwaltschaft. Und um wieder diesen Verbitterungsstörungen aus dem Weg zu gehen, das ist die Realität und das ist die Wahrheit. Ich habe angerufen, ob die Zusage bekommen würde, weil keiner das Problem hat. Dann haben wir das Minister der Finanzen. Und dann wurde mir am nächsten Tag sofort, also wir haben schriftlich gemacht und siehe da, innerhalb von kurzer Zeit wurden wir ausgeladen. Das haben wir ja gewusst. Wir haben das eigentlich das Probe gemacht und haben es geahnt. Ja. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn staatliche spiegelte Kommissionen so viel Schuld auf sich tragen, dass man hier die Betroffenen als Privatpersonen bezeichnet, die Schreiben und die als Privatpersonen bezeichnet und uns auslassen. Das kann ich nicht wissen. Das Sinn heute ist einfach nicht schlecht. Nein, das kann ich nicht wissen. Es gibt ja einen eigenen Termin mit den Betroffenen, dass sie alle Fragen stellen. Ja, sie können sich wieder unter die Schlossen einer Abteilung mitbringen. Das kann man machen, wenn man schon vor 6 Monaten gesagt hat. Und heute ist die große Bilanz, dass wir, die Betroffenen, aufmerksam gemacht haben, die Volksanwaltschaft, was geschieht, denen sind 2 Personen, die Veto-Organisationen, 3 nicht. Aber es wird mir auch gerne, dass man sich die Betroffenen, hier wird zu viel dokumentieren, oder? Ihr habt sie vor kurzem angebracht. Wir, da viel müssen, ich denke mal, Volksanwaltschaft, das was eine Gründe ist, das ist ein Bewusstsein nicht für mich. Wir haben... Nein, aber erst der Politik. Nein, ich will jetzt von Ihnen nicht inhaltlich diskutieren, ich will gar nicht von der Abteilung. Ich schau mal, da können Sie zahlen, wenn man das heißt. Das können wir nicht schwierig, beim Tumult zum Beispiel, zahlen, wenn man das heißt. Ja, und so fangen Sie an. Dann war er derjenige, der bei, hier sollte es der Prüfauftrag in Auftrag nehmen, die Wertschöpfungskommission, der Herr Dr. Isier, nicht, war dann derselbe, der mit euch umgegangen ist ins BKA, wir haben es ausschriftlich. Ins BKA ist dort mitverhandelt hat, diese ganzen Sachen, dann ist er gekommen, ja, dann ist er halt in der Stellung nochmal so erreicht, wie diese Aktion. Ja, der Doktor ist jetzt immer noch dabei. Und das sollen wir in eineinhalb Stunden mit mir durchdiskutieren. Wir haben die ganzen Formulare, das geht ja nicht. Was wollen Sie mit einer Aktion? Sie sind 20 Mal oder 25 Mal von uns hingewiesen, dass das im Index sagt, nicht ganz korrekt ist. Das ist ja so. Wir waren bei der Politik, wir haben Gespräche mit der Klima geführt. Wir haben Gespräche mit Herrn Hartwig geführt. Hätten Sie auf unserer Homepage nachgelesen, wüssten Sie das alles. Das ist alles dann 20 Mal diskutiert. Wir haben überall vorgemacht. Ja. Jeder von dir, der hören sagt, wissen Sie, das ist gesetzlich zu schlecht. Das ist die Punkte, die Sie auch sind. Jetzt haben wir schon von hohen Jahr gesagt. Es geht um, wer sitzt in dieser Kommission drinnen. Und was sagst du damit? Hilfe daher ist, daher ist sie nicht. Ist der Präsident des Weißen Ringes. Ah, und uns hat es nicht angefangen. Wir sitzen nicht, hat uns ständig belogen, vergisst, dass Betroffenen zusteht, kommt der Kurier und sagt, nur eines dazu. Es tut ihm leid, dass er das vergessen hat. Nein, das kann es ja nicht sein. Und das der ist der, Sinek, der mit euch am Tisch sitzt. Der sitzt mit euch am Tisch und ja. Ich habe ihn den Kräuter aufmerksam. Der Herr Sinek hat der forensische Zeitung über den Dr. Gross herausgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen verbinden können. Der was Kinder und ich glaube, das zeigen wir Ihnen einmal Filmmaterial. Und das geht in Kinder. Naja, nicht auf 25. Das wäre easy, ich kann nicht annehmen. In eineinhalb Stunden, wie stellen Sie denn das vor? 25 Personen. Ich meine, das ist doch. Nein, nicht. Ja, aber es wollen Sie 100 Personen. Wir haben es an sich schon geschrieben.
liegen. Ach so. Ja, was, na ja. Da sind wir, wir sind los. Wir sind los. Abgehandelt, weil wir haben schon empfangen und im Endeffekt kommt wieder nichts raus. Das ist der Moment.
Es gibt, schau nur, dass so groß das ist. Jetzt im Facebook auf einmal, wie man das veröffentlicht hat, haben wir es aus dem Rechner mal, was haben wir alle dabei? Alles ist gesteuert. Alles ist gesteuert. Was habt ihr gemacht in den letzten Jahren? Außer zu schauen. Das ist einfach der Kinder, der Mutter verbraucht, immer noch. Und wir dürfen diese Staaten, dass die Kinder nicht mehr sind. Jedenfalls, ich habe die drei Punkte gestern noch bei der VfNs ins Protokoll gegeben, das hat es gemacht für heute. Ich war zwar angefressen, aber das hat es gemacht. Der erste Punkt ist, dass die Verdoppelung der Hochrente, die zweite Hochrente jetzt und nicht bei Pension, wie es eh schon der Kreiter moniert hat. Und dann das dritte, dass es der Kreiter beim Forst genommen ist, dass es auf alle Unterschriften ausgedehnt wird. Alle. Und natürlich, und die andere Geschichte, Begutachtungsverbrüchen, noch einmal sagen, das habe ich. Danke, Wiedersehen. Wie allgemein bekannt ist, soll man der Werbung nur sehr eingeschränkt vertrauen. Und jetzt nehmen wir einmal das Volksanwaltschaftslogo, wo eben auf der Homepage der Volksanwaltschaft zu lesen ist: Die Volksanwaltschaft steht Ihnen zur Seite, wenn Sie sich von einer Behörde nicht gerecht behandelt fühlen. Jetzt schauen wir dann in der Praxis nach, was passiert wirklich, wenn man die Volksanwaltschaft davon informiert. In der zweiten Abbildung ist zu sehen, an wem dieses Mail ergangen ist. Jetzt der Sozialministerium, Ballinger, Schuster und eben auch an die Volksanwaltschaft. Kurz um zur Info, im Zuge meines jetzt im sechsten Jahr befindlichen VOG-Verfahren hat der BVWG gemeint, jetzt machen wir noch ein Gutachten, und man höre und staune, zu wem wäre ich gekommen? Zum Herrn Dr. Bankel, klar, der Scharfmacher und der Kettenhund des SMS, der ja alle durchfallen lässt, also folgedessen wäre ich dort gelandet. Und im Zuge dessen hat sich dann ein Schriftverkehr ergeben mit dem SMS, der jetzt da nicht abgebildet ist. Und im Anhang, wie man oben sehen kann, sind zwei Schreiben vom Magister Zottl, dann ein Gutachten von Dr. Bankel vom SMS und ein Gutachten von der Frau Dr. Caravia Kronitz, die ist auch vom SMS. In die zwei Gutachten geht es darum, dass die Frau Dr. Caravia Kronos einem Betroffenen die Kausalität mit allem Drum und Dran bestätigt und dem SMS dann das nicht schlüssig genug war und der Betroffene noch einmal zu einem Gutachten gehen hat müssen und der Dr. Bankel dann plötzlich sogar das Gutachten von der eigenen Gutachterin vom SMS aufgekommen hat und genau das Gegenteil behauptet, was die Frau Dr. Caravia Kronos geschrieben hat. Und beim Magister Zottl geht es darum, dass er in zwei Schreiben zusammenfasst, was der Dr. Bankel so aufführt. Und diese Mails, also dieses Mail mit diesem Anhang, ist auch an die Volksanwaltschaft ergangen. Jetzt könnte man natürlich annehmen, dass die Volksanwaltschaft nach ihrer eigenen Werbekampagne da aufspringt und ein Verfahren einleitet zur Überprüfung. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Wenn wir dann am Ende sind, dann wird man sehen, im Großen und Ganzen hat die Volksanwaltschaft eines gemacht. Sie hat das Mail ungelesen gelöscht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was im Werbelogo drinnen ist. Und das ist genau der Grund, warum unsere Leute so viele Schwierigkeiten haben. Denn da, wo die Probleme wirklich liegen, wird nicht hingesehen. Und da, wo die Probleme auszumerzen sind, da wird nichts getan. Und das ist der Grund, warum unsere Leute überall untergehen. Wie hier abgebildet im Internet unter wol.at. Ist Folgendes zu lesen. Die SPÖ plant unterdessen einen Initiativantrag für eine Reform des Heimopferrentengesetzes,
Wir wollen das Heimopferrentengesetz weiterentwickeln und sicherstellen, dass es zu Verbesserungen kommt. Es dürfe keine Opfer zweiter Klasse geben, erklärte Muna Dutzda in einer Aussendung. Sie lädt die anderen Fraktionen ein, gemeinsam einen Allparteienantrag zu formulieren. Sehr hochinteressant. Wenn das von der SPÖ kommt, dann haben sie ein geschichtliches Kurzzeitgedächtnis, das schon über die letzten 40 Jahre desaströs war, weil wir wollen nämlich feststellen. Zum einen einmal ist das HOG so formuliert, dass mit Inkrafttreten des HOG das VOG für Heimkinder bis 1999 ausgeschlossen wurde. Das ist definitiv eine Zwei-Klassen-Opfergesellschaft und auch verfassungswidrig, wenn alle Personen in diesem Lande gleichgestellt sind, dann ist es absolut überhaupt nicht verständlich, warum plötzlich Heimkinder bis 1999 vom VOG ausgenommen wurden. Das hat der SPÖ zu verantworten, das hat sie beschlossen, unter der Führung von Muchitsch, der diese HOG-Kommission geleitet hat, ist das beschlossen worden. An das sollte sich die SPÖ erinnern, weil federführend war die SPÖ dafür zuständig. Das Weitere ist, die SPÖ hat anscheinend auch vergessen, dass sie in den letzten Jahren das Sozialministerium geleitet hat, zuerst unter Hunsdörfer, dann unter Stöger. Und viele Betroffenen haben angeschrieben, das Sozialministerium oder andere zuständige Stellen und darüber berichtet, was sich am SMS abspielt und wie dort Gutachten aussehen und was dort praktiziert wird. Das hat niemanden gekümmert, weder einen Ballinger oder Schuster vom Sozialministerium, noch einen Hunsdorfer, noch einen Stöger. Das ist bis jetzt alles gedeckt worden. Auch Informationen, die weitergeleitet wurden, was die Gutachter so aufführen, da jetzt zum Beispiel im Namen eines Dr. Bankels aus dem Burgenland, hat auch keine Konsequenzen gehabt. Es ist nichts überprüft worden. Im Gegenteil, sie machen weiter bis heute. Was auch noch zum Tragen kommt, was die SPÖ anscheinend auch schon wieder vergessen hat, ist, dass beim HOG ein extra Antrag gestellt wurde, und zwar, dass alle abgelehnten VOG, also in dem Sinn Verdiensteingangsverfahren, nochmals durch eine unabhängige Kommission überprüft werden sollten. Wer hat das abgelehnt? Natürlich die SPÖ. Also wenn sie jetzt plötzlich draufkommen, es darf keine Opfer zweiter Klasse geben, dann haben sie das seit den letzten 5-6 Jahren genauso praktiziert. Also ist die Aussage von Dutzda nicht nur nicht glaubwürdig, sondern ein Schlag ins Gesicht für die Betroffenen, die seit Jahren um ihre Ansprüche am SMS kämpfen. Das geht natürlich auch weiter bis zum BVBG, wo der Leiter Perl wie der SPÖ nahe ist, um es einmal milde auszudrücken. Und auch da werden die Betroffenen durchgereicht bis zum ablehnenden Bescheid. Und wenn man bedenkt, dass eine Statistik aussagt, dass ca. 32% der Bescheide der Ämter normalerweise vom BVBG entweder zurückverwiesen werden oder aufgehoben werden, also den Antragstellern zugesprochen wird, dann ist es bei den VOG-Verfahren am BVBG sind es genau 0%, bis das ist der Stand von November 2016 auf die Anfrage von Berlakovic-Jenewein, damals noch an Sozialminister Stöger. Also alles, was da hier jetzt plötzlich in Presseaussendungen kommt, ist das, was die SPÖ ja die ganzen Jahre zu verantworten hat. Und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Geschädigten des Kinderheimskandals bzw. diverser Krankenhäuser und Privatpflege und so weiter genau diese zweite Klasse
aufoktroyiert bekommen haben. Und damit sind diese Worte von Dutzter nur weitere Floskeln, schon wie in den letzten Jahren formuliert und auch praktiziert. Dankeschön. Wir befinden uns vor der Volksanwaltschaft und haben, da wir zur Pressekonferenz keinen Zutritt haben, eine Botschaft. Und zwar, jahrzehntelange staatliche Menschenrechtsverbrechen an 100.000 Kindern durch eine milde Gabe von 10 Euro an 1.000 Pensionisten sühnen zu wollen, das ist der Sühnefall der Republik Österreich, den nun der Volksanwalt exekutieren soll. Die Volksanwaltschaft gebärdet sich damit nicht als Volks-, sondern als Staatsanwalt des Unrechts. Wie Buris im Parlament klar ausführte, zeigt sich darin, dass die im Nachkriegsösterreich nachwirkende NS-Ideologie nicht vorbei ist. Sie lassen vorbelastete Personen durch die Rentenkommission über ihr eigenes Aus- oder Einschließen der Heimopfer entscheiden. Schon unrechtsvoreingenommene Leute, über 60 Jahre alte Verbrechen urteilen und total unqualifizierte Politfreunde mitlaufen. Wir wiesen sie darauf hin, sie ignorierten es. Sie sind daher mitschuldig. Letztendlich sind sie aber nur so wie wir, ein Staatsvergewaltigter, der tun muss, was ihm angeschafft wird. Eine Marionette des Gesetzes, ohne Zivilcourage, das die menschenrechtswidrigen Foltern, Vergewaltigungen ohne Aufklärung zudeckt. Die Folgen tragen sie gerade vor und mit. Neuerliche Kindsfoltern in den letzten Monaten und Jahren, herausgefordert und ermöglicht durch keine Strafverfolgung der Verbrechen die letzten 70 Jahre hindurch. Sie könnten den Mut haben, der Republik endlich die Aufarbeitung ihrer Verbrechen zu empfehlen. Wir wurden damals nach Heimausbrüchen wieder zurückgeprügelt oder mit Malaria infiziert. Ihnen kann es nur den gut bezahlten Posten kosten, aber die Partei hätte sicher schnell einen Ersatz mit Dienstauto. Menschenrechtsverbrechen gehören aufgeklärt, nicht verduscht und mit Almosen verdeckt. Und jeder, der dabei mitmacht, stellt sich auf die gleiche Stufe wie diese Menschenrechtsverbrecher. Ein abgewandeltes Zitat zum Geleit. Haben Sie Mut, Sie. Mit freundlichen Grüßen, Heimkinder, Aktiv Community. Danke.